Oh, die sind mega krass hinter uns gerade. Gut. Einfach weiter rein. Aber wie ich gemerkt habe, kommen die auch aus dem Radius raus. Aber man kann den irgendwie viel leichter entkommen als in GTA. Oh, shit. Ich habe meinen Mund zu voll genommen, ha? Ey, what the hell? Ich weiß nicht, warum der nicht mal automatisch anvisiert. Das gibt mir total auf den Sack. Kann man das irgendwo einstellen? Steuerung? Also Zielerfassung ist klar. Ist klar, ist klar, ist klar. Totbereich, Umschalten, Totbereich. Nee. Antipphilfe? Das ist doof. Oh, shit! Oh, nein, ey. Wir haben mal weitergeritten. So ein Mist. Aber ich wollte die alle auf einmal ausknipsen, aber es geht irgendwie nicht. Ärgerlich. Ärgerlich. Oh, well. Come on, boys, let's get the hell out of here! Und weg hier. Ha, jetzt kommen die von hier. Ja. Oh Gott, weg, 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 weg. Einfach nur weg. Mein Pferd. Keiner mehr hinterherkommen, hoffe ich. Ja, die kommen ja noch von der Seite. Oder? Gut, aha. Sollte jetzt nichts mehr schief gehen. Perfecto. Whoa! That was fun, boys. Real fun. We can see what they call you, the professionals in the outfit. Shut up. At least we made some money. Hey, what did I get? Gotta be $100 here. Very nice. You weren't even invited. What now? We still need a real big take. Enough for us to get out of here. Was that a setup? Law turned up real fast. I don't know. I don't think so, but I'm starting to get nervous. Think they followed us from Blackwater? Maybe. They found me already near Horseshoe, but I think this lot was just locals. I hope so. I'm gonna head into Valentine, see if I can get something started there. Good idea. Either way, we should all go it alone right now. You know the deal. Don't be followed. Of course not, boss. Yeah. Calm it down. Ja, haben wir doch easy geschafft. Yeah. Nicht automatisch an. Hat er sonst immer gemacht. Ah, mit der 1 jetzt. Okay. So, ich würde sagen, ich habe genug dabei, um mein Dead Eye aufzufüllen, also pennen werde ich jetzt nicht. Oh, mein Kopfgeld ist schon auf 105. Oh, und der ist in Valentine. Ich werde doch gesucht in Valentine. Oh, Mann. Saloon ist der auch noch. Was sagt denn meine Kohle? Dann gehe ich... Ach, 803 haben wir mittlerweile. Wow. Richtig gut Kohle gemacht gerade.
ich das Kopfgeld eben bezahlen, dann habe ich die Ruhe. Absolute Ruhe, die ich brauche. Dingensbummens, genau. Auf geht's! Ja, ich glaube, ich habe das letzte Mal vor 2 Wochen gestreamt oder so. Heute legen wir mit Red Dead Redemption 2 los. So, jetzt erstmal Kopfgeld bezahlen. Und dann können wir mal in die Stadt gehen. Jetzt könnt ihr eigentlich den Bart abmachen, denn der Raubüberfall ist vorbei. Bisschen unspektakulär, muss ich sagen. Aber vielleicht gehe ich für einen Dollar mal pennen. Hotel. Füll dann mein Dead Eye und den Rest auf. Ha, ich wollte mich wieder überfallen. Ja, warte mal. Das haben wir gleich. Ah, guckt euch die an. Ich bin noch nicht fertig. Oh oh, mein armes Pferd. Yo. Das war aber knapp. Doch auf erstmal eine Arznei. Oh, ich hab dem sogar die Birne abgeplatzt. Was denn gemacht? Mit einem normalen Repetiergewehr? Wahnsinn. Ja, die armen Pferde, die müssen hier immer leiden. Das ist mega schade. Aber es ist wirklich, das muss ich bösartigerweise sagen, es ist so einfach, die Pferde zu töten. Die fliegen runter, bleiben dann unter den Pferden kleben und können für eine Weile nichts machen. Das ist doch richtig praktisch, ehrlich gesagt. Oh, der wird Matsche. Ja, perfekt. Lass den Matsche werden. Ich hoffe, es leise. Ich habe so viel Kohle, ich könnte mir neue Waffen kaufen, wenn wir haben. Ich bin so zufrieden mit den Waffen momentan. Und die meisten kriegt man auch im Laufe des Spiels. Und ich weiß nicht, mit den Outfits bin ich auch relativ zufrieden. Ich könnte mein anderes wieder anziehen, das ist eine gute Idee, ehrlich gesagt. Absolute Pimp-Outfit. Ich wollte es eigentlich gar nicht so luxuriös aussehen lassen, aber es ist ziemlich cool geworden. Wie sehr habe ich es gar nicht dabei? Was? Wieso habe ich denn nur 2 dabei? Lass mich raten, das war auf dem Pferd und ich habe das verloren, weil mein Pferd draufgegangen ist. Kann sein. Ich habe jetzt nur noch die Winterkleidung dabei. Du kannst keine, während dein Pferd so schnell ist. Okay. Winter. Mal gucken, ob dem warm wird. Mal was anderes. Eieiei, wenn die mich jetzt die Cops hier sehen, eröffnen die sofort das Feuer. Hallöchen. Ich finde das witzig, dass man selbst vom Pferd springen kann und den dann abräumen kann vom Pferd. Das ist geil. Man kann auch, während man auf dem Pferd ist, auf den Zug springen oder auf eine Kutsche springen. Das ist schon ziemlich cool. Jetzt sieht aber ein kräftiger Sturm auf, ey. Wird Zeit, dass wir das Kopfgeld bezahlen und dann in den Saloon gehen. Ich hab noch so einige Nebenquests auch zu machen, aber ich will meinem Spiel vorankommen. Ich meine, da ist so viel zu machen. Okay, und anscheinend ist hier auch eine Nebenquest. Na komm, wenn wir schon in der Nähe sind. Da ist eine Kutsche.
Jetzt wäre das ist ein Überfall. Mir schon viermal passiert, glaube ich, mit so einem Überfall. Because if they did, they can get lost. Oh, eine Archäologin. I've been so insulted in all my life. Really? Laughed at. Balderdash. Are you quite certain you're not a spy? Those wretches will do anything to destroy me. My theories are correct and I can prove it. I am the leading amateur paleontologist in the nation, and not one university will hire me, because unlike them, I actually have ideas. You're a what? I study dinosaurs. You know, big lizards. Are they real? Of course they're real, you nincompoop. And everywhere. Everywhere? This state was once a vast, shallow sea that had the most incredible animal that could walk, swim, and fly. Quite unique. I call it Totalosaurus. Just for now. I'm trying to gather all the evidence. Miss Deborah McGinnis? Arthur. Good to meet you. Could you give me a hand here, please? Of course. Yeah. Listen. If you find any of these bones around the country, send them to my homestead at Furwood Rise in Cumberland Forest. Or mail me the locations. I'll reward you handsomely for your efforts. Sure. Why not? And we'll be proving a lot of stuck-up buffoons very, very wrong. Which, trust me, is the very best thing about science. Good day to you, sir. Das war alles. Finde ich gut. Angenehme Nebenquest. Also, wenn wir welche finden, die will was haben. Auf zum Pferd. Oh, wir gehen gleich pennen. Und wie immer, man muss eigentlich nur schlafen gehen. Essen, weiß ich nicht. Fühlt sich auch so immer alles auf. Okay. Wow! Scheiße. Ich knall voll in seine Kutsche rein. Morgen. Morgen. Ach, was ist denn hier wieder los? Hey! Need a hand with your horse? Sounds good. Wow! Wow! Das war witzig. Das war gut. Ey, das Spiel kann auch witzig sein. Der ist tot! Oh, dann nehmen wir mal kurz die Sachen so ein bisschen mit, ne? Und nichts dabei. Okay, boy. Let's go. Wow, da kriegen wir aber geile Sachen. Oh, ich hätte das Pferd vielleicht verfolgen sollen. Echt wäre es gut gewesen. Schlecht, aber gut. So, dann können wir jetzt endlich mal das Kopfgeld bezahlen gehen. Da wird auch Zeit. Zum Glück habe ich ein schnelles Pferd noch gehabt, woher auch immer das Pferd kam. Da hinten ist es schon. Jetzt kommt wieder ein Überfall. Momentan nur Überfälle. Ich mache Kohle ohne Ende gerade. Also mich wundert gar nichts. Oh, bremsen. Oh my.
Happy to assist you in a moment. How can one crook raise so much hell? Du Scheiße. Hello. 105, 45, 85. Oh, das wird noch höher. Das wird noch höher. 45 war das. We'll make sure New Hanover gets word of this. Take care now. Excuse me. Let's go, boy. I need some money. I fought in the war. I fought for Morning, you. Friend. Okay, jetzt dem Typen bin ich doch schon mal begegnet. Das ist er doch, ja klar. Genau dieselbe Stadt, das ist doch mein Freund. Hey, Buddy. Hey, Mister. Mister. I never learned your name. I never did. You're like a brother. But I didn't learn your name. And I said to myself, Mickey, you never learned that fella's name. Now, you'll never see him again. And you'll be sad. Like when your puppy passed. Because you slept on it. Er hat eine Menge hinter sich, also. What's your name, mister? Arthur. Arthur? Oh, die stellen sich aber nah. My uncle's name was Arthur. Uncle Arthur, we called him. On account of his name. Ich mach das nur, weil ich dann ein bisschen gut werde, sag ich mal. You could be my king, Mr. Arthur. Yes, you could. Gut. The devil, you trying to kill me? Out of the damn. Moment, wo bin ich denn hier? Hier war ich noch nie, ehrlich gesagt. Ah, der war im Saloon? Ah ja, ist er jetzt wohl hier. So, feeling better? How's the scar? I heal pretty fast. Lucky you. So you just lazing about or you got any leads? I got something. You see them? Sure. Well, you see yourself as a shepherd now? Maybe. Come on. Well, where exactly are we going? Collect something. Help us get some sheep. You know, that attempt to seem all enigmatic and interesting, that might work for Dutch, but for you, it just makes you look stupid. Come along. You'll see. That train job was a start, but we need more money. Until we can get back to Blackwater and collect. I'm here to tell you. Dann werden wir wahrscheinlich die ganze Stadt auseinandernehmen. Pow. It'll come with a noose. I was worried you'd say that. Dutch says that we... Dutch says a lot. That's his gift. Saying things. Oh, yeah? What do you mean by that? I was a prize pony once. Warum laufen die mir alle in den Weg? Wir machen ihn fertig. Dutch is... But, well, you was at that thing in Blackwater. We already seen Pinkerton's here. New century's coming. This life, this way. Well, we're the last, I reckon. We ain't long for it. Yep. Wilde Westernzeit ist bald vorbei. For me, yes. All right. Where are we going? Just need to pick up something. Hey, eyes where you're walking. Wenn es meistens so ruhig ist, kann es nicht gut enden. So, binden wir das Pferd mal hier an. Gun store. Yep. Can you head in, pick up a sniper rifle? Ja, denn die wollte ich sowieso schon kaufen. Oh, well, hello again. How can I help you today? Oh, wir können sogar anpassen. Something with a sight on it. Shouldn't be a problem. You want to see what we've got? It's all in the catalog here. Unter den Gewehren sein. Nice, und das Ding ist natürlich gesperrt, aber das kostet mich gar nichts. Wieso kriegen wir alles umsonst? Die habe ich nämlich auch und die kann ich nicht haben.
Oh, halbautomatische Flinte, das ist hier nur bam, bam, bam. Nicht schlecht. Oh, hier sogar eine Pump-Action-Flinte. Die habe ich nicht. Laufen. Thank you very much. Oh, wow. Wir können, das habe ich noch gar nicht gemacht. Gravuren und Metalle. Wow. Weiß. Wahnsinn. Ich finde, sieht alles scheiße aus. Sorry. Aber eine Gravur. Mal komplett. Was haben wir denn da? Keine Ahnung, das? Oh, was anderes. Schnitzereien am Griff. Gute Sache, ey. Keine Ahnung, was nehmen wir? Den Adler. Das gefällt mir. Cool. Dann hätten wir wieder eine Waffe mehr. Dann haben wir die Sniper Rifle. Oh, ich kann sogar ein bisschen verbessern. Warum nicht? Langes Zielfernrohr. Ja. Teuerste gefällt mir gerade ziemlich gut. Hier so ein Schutz. Ich hab die Kohle. Klar, zum Gefecht sind wir. Ja, ich will nicht irgendwie, Black Ops machen oder so im Busch mit grüner Lackierung. Den Abzug. Das ist ganz cool eigentlich. Wir switchen einmal durch. Hey! Na gut, wenn ich das aber mache, dann ist der Schutz weg, ne? Ah, ne, dann lasse ich den Schutz. Den kann ich auch nochmal lackieren. Ich mag den eigentlich so, wie der ist. Cool. Dann kann ich den ganzen Schatten. Boah, dunkle Walnuss, heller Ahorn, Vogelkirsche. Oh, geil. Du kriegst den Schuss von der Vogelkirsche ab. Passt farblich mal gar nicht zusammen. Warte mal, vielleicht haben wir noch was anderes, was ein bisschen passt. Ahorn passt. Ich nenne die Waffe Vogelkirsche. Cool. Richtig viel Kohle losgeworden. Aber hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Ey, Red Dead Redemption 2 ist der Hammer. Wer das nicht spielt, der verpasst was, ehrlich. Feuergefechte, die Story ist bisher noch ein bisschen wenig, aber dauert noch ein bisschen, bis wir dahinter kommen. Aber es ist mega. Es ist typisch Rockstar. Tolle Qualität einfach. Aber mir fehlt so ein bisschen Drama bisher. So, oh mein Gott, du hast uns verraten oder so. Es kommt noch, es kommt noch. Spiel ist super lang halt. Warte doch mal, was ich hier alles habe. Da ist meine Pump-Action-Flinte. Hier möchte ich das Lancaster-Teil haben. Oder machen wir das rein, weil wir es gleich brauchen werden. Pump Action Flinte unterscheidet sich nur minimal. We ain't on the best of terms. You had a run in. I've had a run in with half that town. Calm down. It's done now, ain't it? Why are you being so cagey about all this? Always playing. Oh ja, Kapitel 7 ist schon weit. Mega, hey. I ain't the one taking Jack on fishing trips. No.
Alles ist so witzig. Ich spiele jetzt richtig lange am Tag, aber ich habe das Gefühl, ich komme gar nicht voran. Gar nicht, das ist riesig. Hier eine Nebenmission, dann machen wir wieder Hauptmission, aber irgendwie komme ich nicht so weiter. Oh fuck, ich hätte noch pennen gehen sollen. Egal, ich habe Arznei dabei. What was her name, Mary? That was different. No, it ain't. Just the same. Anyway, for the love of God, will you tell me what you got me doing here before I turn around and hit the breeze? There's a herd of sheep coming down to auction from Emerald Ranch. Folk in town were saying the owner's trying to stamp out every farm from here to end.